Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Wir machen uns heute ein super tolles Life-Changing Bread. Hört sich auf jeden Fall schon mal kurios an, wer das noch nicht kennt. Ihr müsst es probieren, das Ganze ist super gesund. Ihr habt jede Menge Superfoods drin, wie Leinsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen. Das Ganze kommt ohne Mehl aus, es ist glutenfrei und ist super ballaststoffreich, also es ist wirklich eine sehr gesunde Alternative zum Brot. Jetzt zeige ich euch erstmal die Zutaten, die wir benötigen. Das sind 145 Gramm Reisflocken, 135 Gramm Sonnenblumenkerne, 65 Gramm Mandeln, 2 Esslöffel Chiasamen, 1 Teelöffel Meersalz, 1 Esslöffel Ahornsirup, 350 Milliliter H2O, also Wasser, 3 Esslöffel Kokosöl, 90 Gramm Leinsamen und 4 Esslöffel Flohsamenschalen. Woher ich meinen Leinsamen, meine Flohsamenschalen und mein Kokosöl habe, setze ich euch einmal unten in die Infobox, denn das Ganze habe ich wieder aus der Coro Drogerie und ich bin ja mit der Qualität super zufrieden. Wenn ihr dort auch gerne mal bestellen wollt, habe ich für euch unten noch einen 5% Gutschein, den könnt ihr dann gerne verwenden. So, und jetzt lang genug geschnackt, jetzt zeige ich euch das tolle und einfache Rezept. So, dann legen wir mal los. Als erstes mische ich mir die ganzen trockenen Zutaten zusammen. In der Zeit werde ich jetzt aber mein Kokosöl, das sind 3 Esslöffel, schon mal in der Mikrowelle schmelzen. Also geben wir uns jetzt einfach die ganzen trockenen Zutaten in eine Schüssel. Das sind einmal die Reisflocken, die Sonnenblumenkerne, die Leinsamen sowie die Mandeln. Und hier drin habe ich jetzt die Flohsamenschalen, die Chiasamen und das Salz. Und das Ganze rühre ich einfach kurz durch, dass das Ganze ein bisschen verrührt ist. Das stelle ich mir kurz beiseite und nehme mir dann mein Glas mit Wasser. Ihr könnt euch das auch in der Schüssel machen. Und gebe da jetzt den Esslöffel Ahornsirup dazu. Verrühre das Ganze einmal kurz. Nehme dann schon mein Kokosöl, gebe das ebenfalls dazu, rühre das kurz unter. Und das Ganze kommt jetzt in unsere festen Zutaten und wird einfach richtig ordentlich verrührt. Das Schöne am Life Changing Bread sind eben die besonderen Zutaten. Ihr habt super viele Superfoods dabei, wie zum Beispiel die Chiasamen oder die Flohsamenschalen, den Leinsamen. Es ist sehr ballaststoffreich, was ich sehr, sehr gut finde. Und es ist glutenfrei, was natürlich auch sehr super ist. Ihr könnt das Ganze auch mit Haselnüssen machen. Wenn ihr allerdings Allergiker seid, dann würde ich euch empfehlen, natürlich auch Mandeln zu verwenden, wie ich. So, das Ganze haben wir jetzt richtig schön verrührt. Das geben wir uns dann einfach in unsere vorbereitete Backform. Verteilen das Ganze einmal ordentlich, denn das Brot wird jetzt nicht sofort gebacken, sondern das muss jetzt mindestens 2 Stunden ruhen und dann wird das auch richtig schön fest, weil natürlich der Leinsamen quillt, die Flohsamenschalen quillen, die Chiasamen quillen und man sollte es mindestens 2 Stunden ruhen lassen. Allerdings bevorzugen viele das Ganze über Nacht ruhen zu lassen. Bei mir ist es so, es ist früh morgens und ich werde es erst am Abend backen. Also hat es auch einige Stunden Zeit, jetzt zu ruhen. So stelle ich mir das jetzt einfach beiseite. Und wir sehen uns dann nachher, wenn die Ruhezeit um ist, wieder. Und dann sage ich euch, wie wir das Ganze backen. So, meine Lieben, wir haben es jetzt abends. Mein Brot ist, ich glaube, 6 oder 7 Stunden auf jeden Fall gezogen. Es ist jetzt richtig schön fest. Das Ganze wandert jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen und zwar für 20 Minuten und dann sehen wir uns wieder. So, das Brot war jetzt für 20 Minuten im Ofen. Das holen wir uns jetzt einmal raus. Aber das Ganze ist noch nicht fertig, sondern wir nehmen uns das jetzt einfach mit dem Papier einmal raus. Ich drehe mir das jetzt einfach einmal rum. Mache das Papier ab und so kommt das Ganze jetzt wieder bei 175 Grad für 50 Minuten rein. Dann ist das Ganze fertig gebacken. Ich lasse das Ganze dann einfach richtig schön auskühlen und dann sehen wir uns morgen früh, wenn es schön ausgekühlt ist, wieder und schneiden es zusammen an. So, meine Lieben, ihr könnt es vielleicht schon erkennen, von meinem Brot ist nicht mehr so viel da, denn ich muss euch sagen, es schmeckt
unfassbar gut. Und mein Mann mag kein Körnerbrot. Und ich habe ihm gesagt, komm, probier es wenigstens mal. Dann kannst du immer noch sagen, es schmeckt dir nicht. Und er kaut und isst und sagt auf einmal, Mensch, das ist ja lecker. Gib mir mal noch eine Scheibe. Und dann hat er die Scheibe auch noch verdrückt und sagt, gib mir mal noch eine Scheibe. Dann kam Paulina noch. Mutti, darf ich auch mal probieren? Na klar, darfst du auch mal probieren. Die fand es dann genauso lecker, wollte dann auch noch eine Scheibe. Und ich habe das Ganze natürlich auch probieren wollen. Ich hatte mir ein bisschen, ich mag das, wenn es noch ganz leicht lauwarm ist und dann so warme Alsan drauf zu schmieren. Super, super lecker. Mir schmeckt es sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich sagen muss, mir ist etwas zu wenig Salz dran. Ich würde das nächste Mal einfach 2 Teelöffel Salz dran machen. Aber ich finde, das sollte sich jeder selber ausprobieren. Und ich bin leider jemand, der gerne sehr salzig ist. Aber ihr seht, es sieht auch einfach wunderschön aus. Es schmeckt super lecker, es sieht toll aus und ich kann euch nur sagen, macht es nach. Sowas von lecker, also ich bin total begeistert und ja, wir werden jetzt Abendbrot essen und werden uns das Brot gönnen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht es nach. Bis dann, ciao.